Zwei Kandidaten pro Folge stellen sich einem Hindernisparcours der besonderen Art. Gefährliche Dinosaurier, anspruchsvolle Aufgaben und Spezialevents. All das ist Jurassic Castle. Die Regeln. Jeder Kandidat ist auf sich gestellt und tritt einzeln an. Das Ziel ist es, möglichst viele Punkte in möglichst kurzer Zeit zu sammeln. Punkte sammelt man, indem man grüne Linien überfährt. Ein Zusatzpunkt gibt es für das Überqueren der Ziellinie. Fährt man jedoch über eine rote Linie, so wird ein Spezialevent ausgelöst. Hierbei handelt es sich um besondere Aufgaben, positive Events oder sogar negative Events. Der Versuch des Kandidaten endet, wenn dieser zerstört wird, wegglitscht oder die Ziellinie erfolgreich überquert. Dann stoppt die Zeit und die bis dahin ergatterten Punkte werden gespeichert. Gewonnen hat derjenige, der nach 10 Folgen die meisten Punkte gesammelt hat. Sollten jedoch mehrere Kandidaten die gleiche Punktzahl haben, dann entscheidet die Zeit. Zu gewinnen gibt es für den ersten Platz einen 50€ Amazon-Gutschein, für den zweiten Platz einen 30€ Amazon-Gutschein und für den dritten Platz einen 20€ Amazon-Gutschein. Und der erste Teilnehmer für heute, das ist Dangerous Duo. Herzlichen Glückwunsch und es geht direkt für dich los. Und damit geht das Ganze hier los für Dangerous Duo. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, falls du anwesend bist im Videopremieren-Chat. Schreib gerne mal was rein. Finde ich immer toll, wenn wir dann alle gemeinsam hier mitfiebern mit den Kandidaten. Mal schauen, wie weit du es hier heute schaffen wirst. Bleibst du auf jeden Fall schon mal hängen direkt. Das ist nicht gut an den Pachis. 4 Pachis schon hinter dir gelassen. Ich glaube, hier sind 10 oder so drin. Ich weiß es aber gar nicht ganz genau. Ihr könnt ja mal durchzählen. 92% noch, alles im grünen Bereich. Die stehen hier natürlich jetzt alle ein bisschen ärgerlich, muss man sagen. Die Zeit könnte natürlich am Ende auch eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen. Aber ich glaube, im Moment geht es erstmal darum, mehr als 3 Punkte hier zu sammeln. Weil zeitlich gesehen läuft das hier gerade nicht so gut für dich. Du bleibst hier sehr viel hängen, verlierst sehr viel kostbare Zeit. Allerdings hast du bis jetzt erst 13% an Gesundheit verloren, also alles noch entspannt. Da hat es hier Kandidaten deutlich schlimmer schon erwischt. Aber noch bist du hier nicht durch. Jetzt bist du auch sogar schon ein bisschen mehr verbeult. 73% noch. Jetzt musst du Gas geben. So langsam kommen nämlich alle Pachis wieder von hinten, die du schon eigentlich überholt hast. Das ist natürlich jetzt wieder eine sehr, sehr ärgerliche und ungünstige Position. Der qualmt schon ganz schön mies. Und, da hat er dich zweimal gekopfnusst, so wie es aussah. Eieieiei, 25% nur noch für Dangerous Duo. Ganz und gar nicht gut hier. Aber du schaffst es trotzdem durch das erste Gehege. Noch ist hier nichts verloren, aber die nächste Prüfung wird gleich umso wichtiger. Ein Punkt hast du auf jeden Fall schon mal sicher. Event ausgelöst. Betäube ein bewegtes Ziel. 2 von 3 Pfeilen müssen treffen. Das Ziel ist ein Ceratosaurus. Als Belohnung wird eine Abkürzung freigeschaltet. Das hier ist jetzt ganz, ganz wichtig und entscheidend für Dangerous Duo.
Mit nur noch 25% Leben muss er das hier schaffen. Ansonsten sieht das hier gar nicht gut aus. Ah, der Pfeil fliegt aber nicht schlecht. Trifft genau am Arm. Sehr gut, ein super Treffer. Und jetzt kommt schon Schuss Nummer 2. Da fliegt der Pfeil, der ist tief. Der ist sehr tief. Und der tunnelt ihn. Der sitzt hier nicht. Ich glaube, es geht hier direkt jetzt zu Schuss 3 über, so wie es aussieht. Der muss jetzt sitzen, Dangerous Duo. Ansonsten hast du hier ein ganz, ganz großes Problem. Ich glaube, er ist gerade nochmal stehen geblieben, oder? Oh, jetzt geht's, glaube ich, los. Er kommt. Und der Pfeil muss sitzen. Der ist schwierig. Und der trifft. Oh, ganz, ganz knapp. Oh mein Gott. Der hat hier ganz unten noch die Spitze von dem Schweif getroffen. Also das war wirklich, wirklich sehr knapp. Aber er müsste jetzt hier zu Boden gehen. Jo, da sagt er zusammen. Und die Challenge ist damit für dich geschafft. Das war super, super wichtig für dich, Dangerous Duo. Damit öffnet sich die Abkürzung der grüne Weg. Der Weg ist nämlich jetzt wieder frei für dich. 25%, das ist nicht viel. Du musst jetzt richtig vorsichtig sein im nächsten Gehege. Aber ist schon mal sehr gut, dass du hier die Challenge geschafft hast. Weil ich kann dir schon mal verraten, damit hast du auf jeden Fall dir den zweiten Punkt gesichert. Das Maximum ist ja momentan 3 Punkte. Das heißt, ein weiterer Punkt. Und du könntest das Ganze ja sogar gewinnen. Wer weiß, wer weiß. Kommt natürlich auch ein bisschen auf die Zeit an. Ich weiß gar nicht, wie es bei dir momentan aussieht, weil ich das erst immer im Nachhinein einfüge. Okay, keinen Schaden bekommen. Allerdings habe ich das Gefühl, dass du ein bisschen länger gebraucht hast. Dadurch, dass du bei den Pachis ja, ein bisschen Probleme hattest. Aber die Herreras scheinen hier gerade nicht groß im Weg zu stehen. Du springst hier ordentlich durch. Hast jetzt auch 2 Schaden dadurch bekommen. Aber kommst momentan noch sehr, sehr gut durch. Wenn du dieses Gehege hier schaffen solltest, dann ist dir wieder ein weiterer Punkt sicher. Aber du könntest hier gleich Probleme bekommen. Ah, nee. Das war knapp, aber du hast es geschafft. Oh, jetzt wird es aber kritisch. Jetzt bist du eingeklemmt zwischen 2 Herreras und... Das war's leider für dich, Dangerous Duo. Eieiei, da haben die Herrera-Sauren kurzen Prozess gemacht. Aber trotzdem ein sehr spannender und guter Versuch. Dann würde ich sagen, werfen wir mal einen Blick auf die Tabelle. Und Dangerous Duo schafft es mit dieser Leistung auf Platz 5 der Tabelle. Und wir kommen jetzt direkt zum nächsten Kandidaten für heute. Und jetzt ziehen wir direkt den nächsten Teilnehmer für heute und das ist... 1, 2, 3, Kai Sek. Herzlichen Glückwunsch. Los geht's auch für dich. Und auch für unseren zweiten Kandidaten geht das Ganze hier los. 1, 2, 3, Kai Sek. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ich nenne dich einfach mal Kai Sek. Denke mal, das reicht. So, für dich startet es natürlich auch direkt mit dem Pachycephalosaurus-Gehege. Für dich sieht es hier aber ein bisschen besser aus am Anfang. Kommst hier gut durch. Aber das heißt natürlich, dass die ganzen Pachis noch vor dir sind. Boah, du rast hier aber gerade wirklich geschwind hindurch. Der ist jetzt hier ordentlich weggerammt. Oh mein Gott. Das ist natürlich bitter, ne? So viel Schaden jetzt hier schon zu bekommen. 67% hast du noch. Da hat es Dangerous Duo von schlimmer erwischt. Aber für dich ist das Ganze ja auch noch nicht gegessen. 57%. Kannst jetzt aber hoffentlich vorbeifahren. Nee, du bleibst hier nochmal hängen. Das ist echt super, super ärgerlich. Das Tor ist schon geöffnet, also bis kurz vorm Ziel. Kommst jetzt aber hier nicht weiter. Jetzt sieht's gut aus. Ja, jetzt schaffst du das hier. Sehr, sehr gut. Erster Punkt für dich sicher. Und dann fährst du weiter zu deiner ersten Prüfung. Event ausgelöst. Und auch für Kai Sek geht das Ganze jetzt hier los. Der Ceratosaurus müsste eigentlich jetzt jeden Augenblick kommen. Ah, da kommt er auch schon. Warum schießt er? Doch, er zielt echt spät. Und verzielt auch direkt. Oh nein, der erste Schuss schon mal daneben. Das ist natürlich super, super ärgerlich. Der zweite Schuss muss jetzt sitzen. Ich drücke dir wirklich die Daumen,
dass das hier alles glatt läuft. Und jetzt kommt der Schuss raus. Der fliegt gut und der ist genau mittig. Perfekt. Viel besser geht's gar nicht. Sehr, sehr guter Treffer. Und dann kommen wir schon zu Schuss Nummer 3. Der muss jetzt auch sitzen, damit die Prüfung hier bestanden wird. Oh, er bleibt stehen. Oh mein Gott. Er ist stehen geblieben und dadurch hat er nicht getroffen. Er wird jetzt wahrscheinlich nochmal schießen, weil er immer noch den Auftrag hat, aber das zählt nicht mehr. Die ersten schießt jetzt nochmal daneben. Er hat nochmal daneben geschossen. Ja, Kajisek, das ist leider fehlgeschlagen. Ja, Leute, er hat ihn sogar jetzt noch betäubt im Nachhinein, aber das zählt natürlich nicht. Es öffnet sich der rote Weg leider nur für Kajisek. Und ihr wisst ja, was das heißt. Das könnte jetzt natürlich hier das zum Ausscheiden führen, sag ich mal. Tödlich enden klingt so böse, das wollte ich gerade sagen. Aber wir schauen mal. Also wir hatten, glaube ich, auch schon eine Kandidatin oder einen Kandidaten, der das Event, was jetzt getriggert wird, schon überlebt hat. Event ausgelöst. Triceratops Stampede. Jetzt bin ich echt gespannt, ob Kajisek das Ganze hier schaffen kann. Ist natürlich auch immer ein bisschen Glückssache. Die ersten Triceratopse kommen da schon angelaufen. Er muss jetzt hier gut ausweichen, dann könnte er es hier überleben. Jetzt macht er das ganz okay, wird jetzt hier leicht angeditscht, aber das ist alles halb so wild. Aber da kommen noch sehr, sehr viele Triceratops, wie ihr seht. Und, da wird er erfasst so ein bisschen. 25% nur noch. Er ist noch nicht ausgeschieden, er kann es hier noch schaffen. Das Gute ist ja, dass die Triceratopse nicht wirklich auf ihn aus sind, sondern eher auf das Essen und Trinken, was es da hinten zu ergattern gibt. Und das sieht jetzt ja echt gut aus. Er hat jetzt hier die Lücke genutzt, wurde nur leicht angeditscht, hat noch 25% und schafft es durch das Triceratops-Gehege. Wow, ich bin beeindruckt. Sehr, sehr gut gefahren. Und hier vorne gibt es dann gleich auch schon den nächsten Punkt. Ich bin immer echt ein wenig beeindruckt von den Kandidaten, wenn sie hier die Triceratops Stampede wirklich überleben und schaffen. Weil als ich das Ganze getestet habe, dann sind die meisten da leider immer ausgeschieden. Weil das sehr, schon ziemlich schwierig ist. Jetzt ist er hier im Herrerasaurus-Gehege. Hier ist ja vorhin auch Dangerous Duo ausgeschieden. Ich glaube, Dangerous Duo hatte ungefähr die gleichen Voraussetzungen vom Leben her. Mal gucken, ob es hier Kajisek ein wenig weiter schaffen wird. 3 Punkte wäre ja schon mal nicht schlecht, ne? Klingt jetzt hier sehr gut um die Kurve gedriftet. Bleibt natürlich jetzt hier ein bisschen hängen durch das Wasser. Wasser ist aber allgemein immer gefährlich in solchen Gehegen, wo Dinosaurier sind, weil das einen halt sehr stark ausbremst. Und je länger man sich in so einem Gehege aufhält, desto gefährlicher wird es. Er fährt hier jetzt super rum und... Oh, was denn? Was war das denn jetzt? Oh, oh. Sag mir nicht, dass es der erste Kandidat ist, der hier gleich wegglitscht. Er sieht da so ganz schön in der Bredouille aus. Er ist da so eingeklemmt zwischen Wand und Schweif von dem Herrera und im Boden. Wegglitschen zählt natürlich als Ausscheiden. 5% nur noch. Eieieiei, das hat ordentlich Leben gekostet. Hier fährt jetzt nochmal rückwärts da rein, hat jetzt nur noch 2%. Oh Gott. Das war jetzt bitter. Ist aber noch nicht ausgeschieden. Das ist ja auch schon mal was. Fährt noch weiter. Springt jetzt hier. 2%. Ich glaube, er schafft es hier noch, den nächsten Punkt einzusammeln. Wow, sehr schön. 3 Punkte für dich. Und dann geht's hier direkt zur nächsten Challenge. Event ausgelöst. Durchquere das nächste Gehege, ohne einen Dinosaurier zu berühren. Als Belohnung wird eine Abkürzung freigeschaltet. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wie er sich schlagen wird. Ob er es hier als erster schafft, die Edmontos nicht zu berühren, aber ich zweifle eher daran, dass er das Gehege überlebt. Jo, da scheidet er nämlich aus. Er ist durch den Aufprall ausgeschieden. Das hatten wir auch noch nicht. Sehr, sehr ärgerlich. Natürlich, wenn man hier mit 2% Leben antanzt in dem Gehege, kann das ja nur tödlich enden. Und jetzt wird er ja auch nochmal weggerammt. Also die Challenge hätte er, glaube ich, niemals überleben können. Er wird jetzt hier nochmal komplett zermalmt. Eieiei.
Also die Edmontos machen hier nochmal kurz einen Prozess. Aber trotzdem, dafür, dass du die Triceratops Stampede und sowas geschafft hast, war das wirklich eine super Leistung. 3 Punkte insgesamt und ich würde sagen, wir schauen mal, wo du dich in der Tabelle einordnest. Und mit dieser Leistung ordnet sich Kaisek heute auf Platz 4 ein. Die Zeit, die hier eingetragen wird, ist natürlich immer die Zeit, wo der letzte Punkt eingesammelt wurde. Und das waren wieder unsere 2 Kandidaten für heute. Falls ihr in der nächsten Folge mit dabei sein wollt, dann müsst ihr jetzt einmal in die Kommentare Hashtag JC schreiben. Ganz wichtig, in die Kommentare, nicht in den Chat von der Premiere. Und falls euch das Format gefällt, lasst ein Däumchen da. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein, bleibt gesund. Euer Dandy.